Und damit seid gegrüßt, mein Zwerg, die Nummer habe zu den Leuten zu anderen Arzt. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Und wir sind hier an der Meeresroute. Irgendwie so. Ja, und jetzt kämpfen wir hier gegen den Experten hier. Ich glaube, gegen den haben wir schon im letzten Part gekämpft. Und versuchen es jetzt nochmal. Ich reise ziellos in der Weltgeschichte herum, weil mir die Großstadt Stress zum Hals heraushängt. Na dann. Rico. Weg mit Rico sitzt. Da war es genau ein Giralax. Dann gesetzt. Ratte. Ja, Salabras heißt Ratte. Ja, benannt nach einem treuen Moderator. Einem treuen Mod von. Ja, von einem Discord. Von meinem Discord und von Bilateral Discord und so weiter. Ratte halt. So heißt er. Ich glaube, das habe ich letzten Partner gar nicht gezeigt. Gut, los, Ratte. Ein Labras namens Ratte. Schon irgendwie lustig. Irgendwie lustig. Er hat nur ein Pokémon. Dagegen haben wir, glaube ich, noch nicht gekämpft, oder? Sonst hätten wir ihn besiegt. Es wäre ein bisschen. Das ist ein bisschen leicht, wie es ausschaut. Lea erreicht Level 27. Wer war Lea noch gleich? Grasfeld. Okay. Ach so, das war Lea. Nee, Grasfeld, lassen wir mal lieber sein. Nee. Der versucht Grasfeld, kann maximal 4 Attacken. Kann der Attacken halten. Ja, aufgeben. Das ist immer knifflig hier. Markus reicht Level 31. Der Weg zum Sieg ist auch eine Reise ohne greifbares Ziel. Zwergenfee gewinnt 1120 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Camper hervor, den Reisenden, den Wanderer. Ich weiß nicht, was für eine Trainerklasse das war. Habe ich ganz vergessen. So, wo sind wir hier gelandet? Mehike Farm. Oh, Schreck. Zumindest keine, wie dieses hier, Mülltankfarm. Im Mülltankfarm, das wäre schon ziemlich lästig. Ein Taurus. Sorry, wir sind schon 6. Wir haben schon unser Team voll. Und sie ist Ben. Taurus brauche ich jetzt nicht unbedingt im Team. Okay, jetzt habe ich Regentanz eingesetzt, ach du Schande. Das war nicht meine Absicht. So ein defensiver Attacker. So, okay, das ist sehr gut gegen Taurus. Na komm. Ich habe Regentanz trotzdem irgendwas gebracht. Ein bisschen was. Kleine Mini-Schaden. Nee, Schaden nicht, aber vielleicht irgendwie. Ich kenne mich mit den ganzen Werten nicht aus. Hat ihn vielleicht in irgendeiner Werte-Sache geschwächt. Ein Body Slam, das ging gut. Eins, zwei und schwupp. Zumindest hat Amnesie vergessen und Body Slam erlernt. Ja, ich bin hier wirklich der offensive Kämpfer. Ich bin da wirklich, also alles was defensive Attacken, Spezialverteidigung, den ganzen, also Initiative und so weiter, den ganzen, das ganze Krams. Jetzt brauchst du mich anzudrehen. Da komme ich nicht mit zurecht. Wirklich nicht. Da bin ich aufgeschmissen. So, mal ein paar wilde Pokémon besiegen. Und meine Pokémon damit leveln. Zum Glück gibt es ja hier die Fähigkeit, dass die Pokémon dann auch Erfahrungspunkte kriegen, dass die mit Kämpfern, die nicht im Einsatz sind,
hier ein paar Erfahrungspunkte mit dazu kriegen. Das ist gut. Praktisch. Müssen mich immer alle hinsetzen und damit kämpfen. Ein Mehikel. Oh, ihr könnt direkt damit reiten. Na, sehr schön. Wir reiten ein Mehikel. Ist sehr schön. Interessant. Ein Mehikel. Damit können wir rückwärts über solche Dinge hier. So, ich brauche mal das Item hier. Ich hole mir da mal das Item. Leuchtstein. Sehr gut, Leuchtstein. Und ab wieder auf den Rücken des Mehikels. Na, wir kämen auch so rüber, aber ich nutze mal das Mehikel. Interessant. Mit dem Mehikel kommen wir hier nicht raus. Doch, wir kommen hier raus. Mehikel. Na, sehr toll. Können wir über die nächste Route laufen damit, oder was? Das Gebäude können wir nicht rein. Ah, das kann die Treppe nicht runter. Das ist blöd. Können wir die Trainer umgehen oder was? Schade. Können wir fast mit in die nächste Stadt oder was? Zwei geht die Trainer. Tempera City. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Wir müssen noch mal zurück die Trainer besiegen. Ruhmnacht erhalten. Hier geht's wirklich gleich weiter. Ah, shit. Kalem ist da. Hey, Zangfi. Ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf von der Arena heraus. Bereite dich besser gut darauf vor. Das werden wir tun. Gehen wir jetzt auf die Route zurückgehen. Und noch ein bisschen trainieren. Und zwar rückwärts. Wie es aussieht. Das Gesicht im Nacken meines Taurus zu vergraben und seinen Duft zu schnuppern, ist für mich ein Ritual, um das ich nicht gewinnen kann. Na dann, viel Spaß beim Schnuppern. Ja, jeder mit seinen Problemen und ja. Ich würde es nicht als Problem bezeichnen, aber wie hieß das Wort? Fetischen. Ja, mit seinen Fetischen und Eigenheiten. Meine Fetischen. Wenn es dir gefällt, bitteschön. Ich werde dich nicht dran aufhalten. Wie immer es dir Spaß bereitet, wenn du es dir Freude macht, am Taurus Rücken zu riechen. Und bitteschön. Ratte Level 30. Na, er konnte aber lange kämpfen. Er geht doch hier gleich K.O. beim nächsten Kampf hier. Hat aber sein Bestes gegeben. Geh ich los. Oh, es lebt noch. Sehr gut. Ja, lassen wir mal die anderen Team-Pokémon kämpfen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt heilen. Labras. Kannst du auch mal Werners kämpfen. Schade, weil es keine KP kriegt. Keine Level mehr kriegt. Aber der muss jetzt noch kämpfen. Leer muss man wieder kämpfen. Level 27. Ist noch ein bisschen unterlevelt. Ach, Rasierblatt. Erholung. Ach du Scheiße. Den kann sich selbst heilen. So ein Dreck. Hat sich selbst geheilt. Auweia. Na komm, Rasierblatt, mach's alle. Ach so, Rasierblatt, ach du Schande. Das bringt ja relativ wenig. Was ist mit Feenbrise? Kriegen wir das hin? Mit Feenbrise was zu bewirken?
Hat das Effektivität irgendeine Art? Ja, schon mehr als das, aber damit. Wie lange die ja jetzt noch durchhalten wird. Oh, es hält durch. Klingt so. Vielleicht ist das die Option hier im Kampf. Na komm, Feenbrise. Erholung. Ach du Scheiße, das ist Erholung. Guck mal, wie sie selbst heilen können. Das ist so ein Trick. So werden wir doch nie fertig. So dauert dieser Kampf doch ewig. Ah, mein Fresser. So, wer hat noch nicht? Saldina muss auch trainiert werden. Los, komm. Meine Relaxo. Der hält ein bisschen was aus, deshalb. Ja, können wir den vielleicht mal. Ein Body Slam. Der hält vielleicht die eine oder andere Attacke von Taurus aus. Na komm. Ein Body Slam. Das bringt jetzt auch nicht allzu viel. Aber dafür hält er viel aus. Relaxo ist ein sehr aushaltekräftiges Pokémon. Ich glaube, das sagt man so nicht. Aber ja, es hält viele Attacken stand. Es geht nicht sofort in die Knie. Wird nicht sofort besiegt. Und gut, näher Rechnung 28, das ist gut. Wir müssen das Relaxo trainieren. Das wird noch unterlevelt. Alle anderen gehen mittlerweile einigermaßen. Relaxo ist wirklich ein bisschen heftig untertrainiert. Tja, Pech gehabt. Meine Käfer-Pokémon sind heute besonders gut in Form. Das werden wir sehen. Janma wird von Trainern im Kampf geschickt. Drei Pokémon hat er. Oh wei. Ja, wir nehmen die Kämpfe mit. Ob wir mal so umgehen hätten können. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Unser Team. Gerade für ihn hier, für sie, ist ein weibliches Relaxo. Soll es geben, weibliche Relaxos. Na komm, setz schon ein. Svegina ist verwirrt. Oha, jetzt bin ich verwirrt. Das ist so ein reingehauen. Der Regen kann ich auch nicht mehr. Ja, typisch. Zerrnirben. Sehr gut. Da waren es nur zwei. Zwergina reicht Level 26. Sehr gut. Level 31. Bärenkräfte. Das stimmt doch erstmal nicht schlecht. Was kann das? Nicht viel. So, ist das knifflige Quiz wieder. Bekannte Attacken erhalten und ja, ich möchte es aufgeben. Nicht ernährend. Sehr gut. Rollum. Interessanter Name. Ein Rollum. Na dann roll nicht so viel rum. Bedummts. Schutzschild. So ein Trick. Na komm, kein Schutzschild. Schutzschild. Eben gerade das mit der Selbstheilung. Das Schutzschild. Ist fehlgeschlagen, sehr gut. Jetzt haut drauf. Oha. Das verstehe ich unter Haut drauf. Genau das will ich da sehen. Eisenabwehr. Da würde nicht viel helfen. Das ist, glaube ich, keine Eisenattacke. Rollung besiegt. Oder Rollung. Mein Schatz. Ja. Rapidschutz. Bekannte Attacken behalten. Ja. So. Weiter kämpfen. Wir kämpfen natürlich weiter. Er braucht die Erfahrungspunkte. Sie braucht die Erfahrungspunkte. Sorry. Svegina ist ein Weibchen.
zermürben. Das ist eine sehr schöne Attacke hier bei Käfer Buckmann. Ein sehr effektiver Attacke auf Käfer. Einfach ein paar Käfer zermürben. Tipp für den Alltag, wenn ihr Käferprobleme habt. Einfach ein bisschen zermürben einsetzen. Markus Reich, Level 32. Sehr schön. Da hast du Glück gehabt. Meine Käfer-Pokémon sind heute offenbar doch nicht gut in Form. Zwangvieh gewinnt 648 Pokémon und die Siegkräfte im Kampf. Gegen den Schuljungen hervor. Haben den Schuljungen seines Geldes beraubt. Natürlich. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wozu mein Team und ich fähig sind. Lass mich raten. Pokémon Züchterin Nyptis. Ich werde dich besiegen. Es wird für mich nicht schwer. Zermürben. In der Hoffnung, dass es auch hier wirkt. Paralysiert. Zermürben. Es wirkt auch hier. Es ist sehr effektiv, aber bald gehen uns die Attackenpunkte aus. Das wäre nicht so toll. Kann ich Zermürben nicht mehr einsetzen. Ich war die Runde paralysiert, deswegen konnte er nicht einsetzen. So. Da war es noch eins. Na komm, zeig uns dein letztes Pokémon. Level 27 für zwei Gina. Sehr gut, der Level steigt. Mülltank, ach du Schreck. Wenn der Teufel ein Pokémon wäre. Auf jeden Fall. Mülltank, nicht Mülltank. Mach's kaputt. Ab zurück in die Hölle mit dir, Mülltank. Ich glaube ja nicht an den Teufel, aber... Ja, Mülltank ist schon eine teuflische Sache. Ja. Ein weicher Teufel. Mülltank ist der Teufel. Pass auf. Kommst am Ende der Zeit in die Hölle und dann hast du Mülltank vor dir. Teufel gibt's wirklich und er ist ein Mülltank. Verdammt. Nein. Ja. Oh, Mega Lucario. Na komm, lassen wir uns nicht entgehen. Lucario. Jetzt kann Lucario mal kämpfen. Mega Lucario. Den letzten Part bekommen. Wenn ich mich richtig daran erinnere. Und jetzt wird gekämpft. Gut, Mülltank besiegt, das Evil an den Wurzeln gepackt und herausgezogen. Was? Verloren, offenbar harmonieren du und dein Team besser miteinander als wir. Zwangvieh gewinnt 1856 Pokémon und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Trainerin des Teufels hervor. Die Trainerin des Teufels. Das klingt episch. Den Titel muss man erstmal haben. Also wir kommen hier raus. Irgendwie kommt man ja über die Route drüber. Also hier so konnten wir lang. Über den Zaun hüpfen. Und hier entlang. Sehr gut. Mama sagt immer, das ist wieder die richtige Ort noch. Das ist Mama die Person. Und zwar ist immer Professor Eich. Sondern Mama hier. Als allsehende Person. Fangen wir an Freitags und das sind die Prinzipien beim Angeln. Ein Angelkämpfer. Na komm, den kriegen wir doch auch noch hin. Ach du Scheiße. Den kriegen wir auch noch hin. Wie viele Pokémon hat der denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat 6 Pokémon. 6 Carpadors oder was? Hoffentlich.
sowas auf einer Route. Hätte ich mich vorbereiten müssen. Flug-Pokémon. Schnabel. Carpador Level 24. Der kann schon Tackle. Ja. Sag nicht, der hat jetzt 6 Carpadors. Der hat 6 Carpadors, oder? Der hat 6 Carpadors. Carpador. Natürlich hat er 6 Carpadors. Schön, ein paar Levels für mein Team. Da macht mir jetzt gar keine Sorgen drum. Da jetzt irgendwas schief geht. Das ist, ja, okay, geschenkt. Der Sieg ist geschenkt. Also können wir eigentlich schon gehen. Müsste aufgeben. Müsste aufgeben, Trainer. Ich kämpfe natürlich weiter, das ist, wir haben hier noch gar nichts. Es war noch gar nichts. Ein drittes Carpador hier. Ein, zweimal mit Schnabel Schaden anrichten, wollte ich sagen. Das ist doch hier. Kann ich parallel die Augen zu machen und ein bisschen schnarchen. Wir müssen schlafen hier. Ein kleines Nickerchen machen. Carpador. Nur einmal. Taste drücken. Ich muss hier gar nichts machen. Das ist hier gar keiner. Ich kann hier kein kleines Nickerchen machen. Hier passiert nichts mehr. Das ist einfach nur Schnabel. Zweimal hintereinander Schnabelprogramm. Da kriegen wir hin. Das ist wohl wieder keine Hürde. Level 32 für Papageno. So, Carpano. Weiter kämpfen. Ja, gut, weckt mich, wenn wir fertig sind. Noch ein kleines Nickerchen. Schon. Die kann ich mittlerweile einigermaßen authentisch. Hätte ich dich gleich wieder freigelassen, dann wäre mir diese Pleite erspart geblieben. Zwangfiel mit 1344 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Carpador Trainer hervor. Großartige Leistung von dem Trainer. Tempera City. Okay, dann sind wir jetzt mal angekommen. Sehr schön. So, oh, was gibt's hier zu erzählen? Huch! Hach! Achso, hach, sagt er. Hach! Dieses ganze Herumgereise als Trainer. Es muss doch furchtbar an den Kräften zehren. Naja, geht so. Was meine Frau auch von sich geben mag, nimm es dir bitte nicht zu Herzen. Uns ist der Sinn für Abenteuer längst abhanden gekommen. Im Vergleich zu uns bist du eine wahre Heldin. Sei den Schal erhalten. Ich habe meine Frau früher öfters mal einen Seidenschal mitgebracht, weißt du? Aber den hier darfst du ruhig an dich nehmen. Der wird dich sicher als nützlich erweisen. Wiff. Okay. Ich habe die ganze Welt bereist und verschiedene Räucherstäbchen gesammelt. Eine dufte Sache. Kaufen. Seerauch, Lachsrauch, Rosenrauch, Seerauch, Scheuchrauch, Steinrauch, Schrägrauch, Glücksrauch, Lahmrauch und Wellenrauch. In das stecken. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Bitte komm bald wieder. Ganz bestimmt nicht. Eine Amarina-Beere liegt auf dem Tisch.
Mit den Nemo-Unternehmen greif ruhig zu. Nimmst du die Arena-Bäre? Sein PL am Arena-Bäre. Möchtest du dein Trinkgeld geben? Nein. Auf der Memo steht, weiterhin, ich lege hier eine Beere pro Tag ab. Aha, bin mal geizig. Ein junger Trainer auf Wanderschaft, also. Was? Lass mich raten. Auch du willst an die alle Pokémon, die sich auf dem Wasser befinden, angeln, richtig? Falsch. Sicher willst du das. Soll ich dir die Angel leihen? Ich bin Profi-Angler und ich habe einen Profi. Ich habe mehr Profi-Angeln, als ich jemals auswerfen könnte. Und ob, gib mal her. Schadet nicht. Es ist ein Profi-Angel. Los, wirf sie doch gleich mal aus. Profi-Angel halten. Ja, werden wir bestimmt irgendwann mal dazu kommen. Mal probeweise Profi zu angeln. Was geht eigentlich beim Carlos-Kraftwerk vor sich? Die Stromerzeugung für den Municity läuft in letzter Zeit irgendwie auf Sparflamme. Okay. Dann mit der Metro. Küstenstation. Die Magnetbahn hält am Pokémon Center und bei der Pokémon Arena. Steig doch ein. Okay. Dann können wir dann später noch zur Pokémon Arena, zum Pokémon Center fahren. Ich freue mich immer, die Magnetbahn zu nehmen, wenn ich ins Pokémon Center fahre. Juhu! Ist das Pokémon Center denn weit entfernt? Siehst du, mit welcher Hingabe mein Carpador denn sein Poffle ist? Die Diät war wieder umsonst. Aha. Was haben wir hier? Ein Hotel. Herzlich willkommen im Hotel Tempera. Aha. Findest du es nicht auch ganz toll, wenn man etwas mit einer berühmten Persönlichkeit gemeinsam hat? Wie Amaro habe ich stets einen Chevron dabei. Wusstest du, dass die Schauspielerin Dianta oft in dieses Hotel kommt? Wäre das klasse, wenn ich in demselben Zimmer übernachten könnte, das sie sonst nutzt. Dann würde ich mich vielleicht auch wie ein Star fühlen. Ein Star. Ja, was man nicht so alles. Das gibt's bestimmt zu buchen. Neuerdings geht's eine Bande von Unruhestiftern um, die sich Team Flair nennt. Eine ziemliche Plage. Von einem solchen Park sollte man sich fernhalten. Was gibt's bei dir zu sagen? Der glückliche Blick deines Dartikis verrät mir sofort, dass du ein sehr guter Trainer bist. Deshalb ist es auch zutraulich. Hier, du bekommst dieses Glücksei von mir. Glücksei? Aha. Wenn du dieses Glücksei einem Pokémon zutragen gibst, erhält es nach einem gewonnenen Kampf etwas mehr Freundespunkte. Ja. Lass mal stecken. Können wir mal gucken, ob wir das irgendwann mal brauchen. Madame, gibt es hier denn gar keine heiße Quelle? Eine heiße Quelle neben dem Pokémon Center wäre ein unübertrefflich, sage ich dir. Na, warte mal bis zur 8. Generation. Gab es doch die eine Stadt. Was macht dich glücklich? Wenn du an das denkst, was dich am glücklichsten macht, zaubert es dir sicherlich ein Lächeln ins Gesicht. Ich schenke dir ein Band des Lächelns. Ein Band des Lächelns. Wenn man lächelt, bekommt man ganz von selbst gute Laune. Wann immer du also aufgewühlt bist, wirf einen Blick auf das Band des Lächelns. Aha. Tach, ich bin hier der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten des Pokédex zu füllen. Sehr loblich. Und wenn sich daran einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Auf gar keinen Fall. Wird hier bestimmt nicht nochmal wieder herkommen. Dann gibt's dann irgendwie, wenn du das dann nochmal geschafft und dann, wenn du dann den Pokédex wirklich mal voll gemacht hast, gibt's hier wahrscheinlich noch eine kleine Belohnung. Naja, werde ich auch nicht machen. Willkommen zum total zufälligen TM-Quiz. Gibst du mir eine richtige Antwort, gebe ich dir ein TM. Bist du dabei? Los geht's, hier kommt die Frage. Von welcher Attacke ist die Rede? Das Ziel wird am Einsatz des Items gehindert, das es trägt.
Richtig, der Kandidat erhält 100 Punkte und natürlich eine wunderschöne TM. Ich muss dir wohl nicht extra sagen, welche Itemsperre erhalten. Ich bin begeistert. Komm doch auch morgen wieder vorbei. Gibst du mir wieder eine richtige Antwort, gebe ich dir wieder eine weitere TM. Toll, was? Naja, ich verzichte dankend.